Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. Ja, so, haben wir neue Aufnahmesession? Jo, haben wir. Haben wir neue Dailies? Jo, haben wir. Dementsprechend, wir haben heute verkrüpple Körperteile von Gegnern. Goldsternchen, benutze den Fotomodus im Camp eines Teammitglieds, erreiche eine höhere Stufe, eine Tagesquest, stelle einen beliebigen Skin an einer Bastelwerkbank her, töte 10 Grubenhauer und verkrüpple einen Grubenhauerkopf 2. Mal. So, ich werde mir das Ganze mal ein bisschen einfacher machen. Teammitglied habe ich jetzt nicht da, also räumen wir weg. Müssen wir Schrauben machen und Stufe, ja, will jetzt nicht unbedingt Lunchboxen. Hundemutantenkeulen. Aha. Hab ich denn noch Hundemutantenkeulen? Ich glaube nicht. Ich glaube mal nicht. Nee, sowas habe ich leider nicht mehr vorrätig. So, aber ich kann noch mal ein Küchlein essen. So, dann machen wir mal ein Skin an einer Bastelwerkbank. Souvenirs, Alien-Figur, zack. Und das war der Skin. Dann ist das schon mal fertig. Dann einmal kurz in die Power-Rüstung. Und dann kümmern wir uns mal hier um den ganzen Rest, den wir jetzt da noch dran zu machen haben. Ist ja nicht viel, also passt das schon. So, Körperteile, Gegner. Ich habe jetzt an und für sich nicht wirklich was Dickes drin mit verkrüppeln. Könnte aber mit der Minigun trotzdem hinhauen. Nehme ich was anderes mit? Nehme ich nichts anderes mit? Ah, komm, ich lasse das jetzt mal so. Mal gucken. Gehen wir erstmal den Waffenbehälter für der Gear besorgen. Und dann passt das. Und dann gehen wir noch mal ein paar Grubenhauer holen und. Also, wir doppeln erstmal hier ein bisschen durch. Erstmal einmal durcharbeiten. Ist ja heute auch nichts Schweres. Also, ein paar Schrauben, das ist ja alles simpel. Das, was eigentlich nur ein bisschen Arbeit gebraucht hätte, wäre jetzt die Stufe gewesen. Los, dafür hätte ich jetzt noch Lunchboxen schmeißen müssen. Bin ja auch schon ein bisschen größerer Bubs. Doppel-EP ist ja vorbei. Leider. Ah. Wäre jetzt zwar auch kein Problem gewesen, aber das würde dann ein paar mehr Folgen produzieren, wo ich dann halt einfach nur Mobs-Klopping tun. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist denn jetzt hier der Behälter? Der wird mir hier nicht angezeigt. Nee. Eine Werkzeugkiste war nicht. Ah, dann kann er ja nur noch hier drin sein. Ja, hier ist eine Werkzeugkiste. Gut, dann haben wir schon mal den Behälter. Dann gehen wir auch noch mal zum Hornwright-Testgelände. Nimm auch noch mal den Spind des Bergarbeiters mit von der gestrigen Aufnahmesession. Das passt. Ist einfach mal ein paar Granaten so für nebenbei. Ein bisschen EP und alles. Passt schon. Und zumal hier oben gibt es sowieso okay Gegner, den ich jetzt nochmal wegschießen muss. Das Schlimmste, was ich hier an Gegnern treffe, das bin ich selbst. So. Gut. Nochmal ein bisschen Kleinkram. Das Rad. Ziehen wir das Rad durch, aber da werden kein Gruben. Ne, ist mir zu random gerade. Machen wir erstmal, geben wir erstmal bei der Gearwart ab. Für die Tagesquests. Dann passt das. Da haben wir schon mal das erste soweit fertig. Dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Grubenhauer. Ich will nicht schon wieder nach Welch runtergehen. Ich glaube, ich gehe zum Voxdolmetscher runter. Das kommt, glaube ich, ein bisschen besser. Da mal Grubis zu jagen. Dürften auch genug sein. Da bist du ja. Wenn du vorbeikommst, zaubert mir das immer ein Lächeln ins Gesicht. Na denn? Wenn du von der Untersuchung der Signale zurückkehrst. Und stimmt, ich habe schon wieder mal vergessen, dass das zwar eine tägliche Quest ist, aber keine tägliche Quest ist. Ja, die Logik muss man nicht verstehen. Es ist zwar eine tägliche Quest, man kann sie täglich einmal holen, aber sie zählt nicht als tägliche Quest. Ja. Das vergesse ich jedes Mal. Aber ist nicht so schlimm, ich habe noch andere offen. So ist das ja nun nicht. Wir können nämlich hier einmal nochmal kurz, genau, in Wahrheit, einmal kurz nochmal jemanden beerdigen gehen. Dann ist das auch passé. Daily Ops möchte ich auch noch gleich rein. Oh, ich möchte noch so vieles.
So, aber wir können hier gleich nochmal ein bisschen Holz mitnehmen. Also seit es Schwarzbrenner Sause geht, muss ich ja echt aufpassen, dass ich immer mal wieder Holz mitnehme. Sonst kann man ja sonst ewig und drei Tage mit Holz rumeiern. Aber wenn man da ständig so mal 300 Gaudi durchgekocht hat, seine 320 Schlingerinnereien. Ja, das schlaucht schon. Das sind dann halt immer 300 Holz, die du verballerst, nur um nochmal EP raus zu generieren. Aber das steigert halt auch den Verkaufswert. Das heißt, man kriegt mehr Kronkorken raus. Mit Kronkorken kann man dann auch wieder Holz kaufen. Das Einzige, was bleibt, sind die EP. So, aber jetzt komm. Jetzt geben wir nochmal Gas hier. Körperteile habe ich da jetzt nicht wirklich verkrüppelt. Mutantenhundenkeulen. Wo holen wir uns denn die Mutantenhunde einmal her? Die muss ich ja dann nochmal durchkochen. Ah, cool. Ich hoffe mal, dass das nachher mit auf den Kopf gerichtet ausreichend tut. Weil die Minigun ist jetzt hier nicht gerade dafür bekannt, gut Körperteile zu krüppeln. Sagte er und macht einer von sich nach den nächsten drei Mobs, macht dann nur noch Körperteilschaden. Ja, ja, ist ja gut. Ich halt schon einen Rand. So, du auch nochmal. Zack und weg. So, jetzt muss ich mal gucken. Habe ich jetzt die Schaufel sonst wohin geschossen? Ich habe die Schaufel sonst wohin geschossen. Liegt die Schaufel hier? Hier liegt eine Schaufel. Dann nehmen wir die Schaufel. Und was aufschütten und dann haben wir es auch schon mal. Gut, dann haben wir das. Na dann komm, dann gehen wir jetzt erstmal Grubenhauer machen. Grubenhauer Köppe. Ja, könnte ein bisschen schwierig werden. Mit der Minigun. Na gut, einfach nur am Kopf halten und dann zwei brauche ich nur. Ich brauche 10 Grubenhauer. Könnte eigentlich hinhauen. Schauen wir mal. Einfach mal jetzt straight hier in die City und dann let's go. Vielleicht noch mit viel Distanz. Ja. Dann klappt das. Dann fahre ich nicht so viel Schaden. So. Gut, da hinten haben wir auch nochmal zwei. Na, drei sogar. Stehen alle unten diesmal. Sehr gut. Einfach hinhalten, trifft die richtigen. So. Da oben steht auch noch einer. Ah, ihr kommt mir schon hinterher. Das ist aber lieb. Oh, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das hat nicht ausreicht hier. So. Jetzt haben wir auch schon mal die 10 zusammen. Das passt. Gut, jetzt brauchen wir noch Mutanten und... Na komm, eigentlich Bocktown, dann kann ich das mit den Schrauben gleich verbinden, ne? Weil... Naja, oben haben wir halt die Schreibmaschinen. Das weiß ich nicht, jetzt habe ich gestern ja schon die Schreibmaschinen einmal abgesammelt. Weiß nicht, ob ich danach jetzt schon genug für meinen Counter drin habe oder nicht. Könnte sein, dass da jetzt keine Schreibmaschinen sind. Gibt ja noch andere Möglichkeiten, um Schrauben zu verwerten. Aber wäre jetzt halt das Beste, weil wir haben ja hier auch gleich mehrere Mutantenhunde. Und ihr drückt so viel Schaden rein, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn, meine lieben Anglerchen. Das schafft der Behemoth da hinten ja noch nicht mal. Na gut, der kommt ja noch nicht mal ran. Anderes Problem. Einfach niedermetzeln. So. Alle hops. Nehmen wir noch einen? Ja komm, nehmen wir noch mal einen. Was soll der Geiz? Arm bin ich nicht. Mal gucken, vielleicht passt die Verteidigung noch mal irgendwie mit rein, wenn sie überrannt haben. Jetzt
können wir noch mal gucken, ob wir hier oben noch mal ein paar Schreibmaschinen kriegen. Schon mal. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Ist noch nicht so viel Zeit vergangen, dass ich genug gelootet habe. Das ist hier oben ist fast alles leer. Brauche ich andere Schrauben. Andere Schraubquellen. Ja, es ist immer das Problem, wenn man einen und denselben Spot halt mehrfach absetzt und dann nicht genug lootet. Dann sitzt man sehr schnell da und hat halt nicht das bekommen, was man will. So, erstes Mutantenhündchen. So, euch zwei haben wir jetzt auch nochmal. Da ist sogar schon der dritte. Der zweite. Der dritte war irgendwo hier hinten. Hier ist er. Da draußen. Nirgendwo. So. Habe ich hier noch welche? Ja, ich habe da noch Gegner, aber ich glaube, ich könnte mir das mal erlauben. Einfach mal auszusteigen. Nichts gewesen. Genau, nichts gewesen. Ich gehe dann hier einfach mal kochen. So, Ameise, Köterkeulen, leuchtendes Steak, Maulwurfshappen. Da haben wir die drei Hundekeulen, die ich gleich essen muss. Dann haben wir die wenigstens schon mal fertig. War Bocktown ja nicht ganz umsonst. So, Mutanten, 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 Mutanten. Mutantenkeulen. Für den Nahkampfschaden. So. Na, es hat auch ganz gut gepasst. So, jetzt sind es nur noch Schrauben. Was haben wir eigentlich? Daily Ops kriegt da Schrauben raus. Graham Mining. Da könnte ich auch ein paar Schrauben rausdrücken. Kann man ein bisschen nebenbei noch looten. Ist ja sowieso Verbindungsgerät. Ist ja nichts Schweres. Mal gucken. Anwärter Dodge, stell eine Bruderschaft. In dieser Gegend wimmelt es von Feinden, aber unsere Verbindungsgeräte senden keine Informationen mehr. Der Verdacht ist wohl aufgegeben. Um wen müsst ihr euch zuerst kümmern? Im Laufschritt Marsch! Ja, ja, Laufschritt Marsch. Verbindung zum Verstärker ist hergestellt. So, wir haben jetzt aber auch nicht so eine dicke Radius, ne? Kalibrierung des ersten Geräts läuft. In der Gegend tummeln sich ein paar Feinde. Schaltet sie aus. Wir nehmen einfach mal mit, was wir hier mitkriegen. Kommen aber hier gerade nur an die Küche ran. Problem ist, ich muss ja hier auch ein bisschen stehen bleiben. So. So, du auch nochmal? Das ist auch schon schön, wenn man sie nur mit Explo wegschießen kann. Bloß nicht direkt drauf. Das ist bei Reflektieren immer ein bisschen blöd. Aber mit 10er Hits, das dauert halt ein bisschen. So, dann machen wir hier uns nochmal einen schön warm hin. Machen wir wieder voll. Brauche eigentlich auch ein bisschen viel Munition, wenn wir immer nur daneben schießen. Na, dann beschütze sie doch mal. Los. Wie, was? Wer? Ich weiß es nicht. Ein Nasenbär! Was? Heiliger Mottenmann! Ich werde dich stark sein! Ich wollte. Gucken wir mal nach der ganzen Sache, nach den Sachen. Na komm. Ich gehe in das göttliche Licht. So,
Nächste Muni für mich. War ich jetzt bloß... noch bin ich im Minus. Man ist selten ein bisschen zögerlich beim Schießen. Das kann sonst ganz dolle Aua machen. Ne? Gut, dann ab zum zweiten rüber. Auch wenn das am Arsch der Welt ist. Dann müssen wir hier gleich nochmal gucken, dass wir hier nochmal nach Telefon oder Schreibmaschine Ausschau halten. Ich meine, das war hier im Mining auch drin. Das Gute ist ja Instanz. Das heißt, ich könnte notfalls auch nochmal so noch Mining gehen. Da muss denn schießen. Wir machen hier einfach ein bisschen hell, schmeißen mal eine Granate hin. Lassen alles runterknallen und dann ist gut. So. Oh ja, es wird mich verschlingen. Wahnsinnig wird es mich verschlingen. Jetzt konnte ich noch nicht mehr messen. Das war zu spät. Da habe ich mich mit meinem eigenen Nate weggeknallt. Wollte gerade noch stimmen. So, lass mich mal durch hier. So. Ist aber ordentlich was hier. Na, warte, hier. Komm mal her. Friss mal ein bisschen. Ach nee, das ist ein Feuer, Heini. Heiliger Mottenmann, bezeuge, wie ich deinen Willen vollstrecke. Ah, hier kommen sie immer ganz gut rum. Jagen wir euch alle nochmal in die Luft. So. Na, nun kommt. Na, langsam komme ich wieder ins Plus rein. Aber nur sehr langsam. Na, wer wohl? Sagt Bescheid, wenn ihr fertig seid. So. Na komm, da schmeißen wir auch nochmal eine hin. Hauptsache, wir kriegen Plus rein. Plus ist das einzig wahre Minus. Ja, wir schaffen das. So. Machen wir es mal kurz so. Ich habe ja ein paar übrig gelassen. Jetzt haue ich aber ordentlich Schaden raus hier. An mir selbst. Wo ist denn der letzte? Ach, das ist Schlüpfling. Na komm. Du bist zu nah dran, Mädchen. Gib mir doch gleich noch einen Knutsch. So. So, hier war ja jetzt nichts an Telefonen und ähnliches. Jetzt habe ich hier bestimmt ein bisschen zu viel rumgeschossen, wa? Am Mikroskop kann ich nochmal mitnehmen. Fusionskern. Ja, nehmen wir mit. So, hier unten können wir nochmal gucken, ob wir hier nochmal ein bisschen was finden, aber ich habe bestimmt jetzt alles ordentlich weit weggeschossen. Egal, ist ja soweit fertig. War sogar noch ein Bauplan hier.
Aber wir müssen ja leider Schrott zerlegen, ne? Um Schrauben zu kriegen. Wir können ja nicht Schrauben so aufsammeln. Das zählt ja leider nicht. Aber ein bisschen was haben wir ja hier. Nee, aber Schreibmaschinen sehe ich jetzt hier nicht mehr. Schade. Wir hätten hier hinten nochmal in den Raum vielleicht nochmal Glück. Ich meine, hier war sogar noch ein Telefon oder so. Nein, Tischventilator können wir auch nehmen. Geht auch klar. Dafür habe ich kein Knacken. Na, hier habe ich auch schon alles weggeschossen. Was nicht bei Dreh auf dem Baum ist. So, hier noch irgendwas zu retten? Nope. Ja, stimmt, hier war ja das Terminal weggenommen worden. Als er eigentlich zu einer Quest gehört. Aber na gut, Werkzeugkasten. Ah gut, müssen wir mal gucken, dass wir dann nochmal... Ah, Schraubenschlüssel. Uns dann nochmal draußen nochmal ein paar holen. Dann gucken wir mal Schönes, was wir so Schönes jetzt hier gekriegt haben. Legendärer Kern. Hm. Also ich gehe mal davon aus, mir fehlt jetzt noch eine Schraube oder zwei. Kinder-Truckbed. Hm. Junkie-Speer leider nur 2 Sterne und blutbefleckter Boxhandschuh auch nur 1 Stern. Das heißt, ja, die Splittergranaten sind mal wieder das Beste da dran. Und der legendäre Kern. Naja, passt ja. So, dann gucken wir mal, dass ich mich jetzt mal kurz klein mache. Dann sehen wir ja, wie viel ich denn gleich noch machen muss und wie viel nicht. Na, gehen wir mal in die Richtung runter. Und jetzt hier nicht gleich jeden super... Ne, erlesene Gäste. Ne, erlesene Gäste machen wir mal nicht. So, eine Schraube. Eine ist aber ein bisschen wenig. Das heißt, es fehlen noch 4 Schrauben. Wir haben nur einen Tischventilator aufgesammelt, ne? Naja, gut, müssen wir nochmal Ventilatoren und ähnliches holen gehen. Sollte aber nicht so schwer werden. Gut. Dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.